Es handelt sich um Studentenentwürfe. Das Besondere eigentlich an diesen Entwürfen ist, dass sie ein extrem komplexes Raumprogramm bewältigen mussten. Wir haben hier also einen religiösen Schwerpunkt mit Andachtsräumen. Wir haben aber auch vor allen Dingen das Thema des Zusammenkommens und des Überwindens von Zwistigkeiten, die sich aus dem Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik ergeben haben. Auch wenn es vielleicht nur digital passiert ist, vielleicht noch nicht mal rein physisch, finde ich es einfach eine tolle Sache, dass wir versuchen, uns ineinander irgendwie einzufühlen, dass Empathie und Austausch stattfindet und dass man sich in andere Lebenswelten eindenkt. Die Ideen oder die Designs sind, manche sind noch Träumen und noch nicht realistisch, aber das finde ich sehr schön. Und Haus bauen für Frieden, Hausen bauen für Frieden, in die ganze Welt, finde ich, das müssen sie viel mehr machen, mit aller Architekten, aller Universitäten. Das ist höflich die Anfang. Ich finde das super schön, super. Wir profitieren von dem Dialog, wir profitieren von den anderen Konfliktsituationen, wir lernen selbst für die Lösung unserer Konfliktsituation, wir machen das andere. Welche Fragen gibt es da? Und dann sehen wir entweder, wir sind auf dem richtigen Weg oder wir sehen auch, wo wir selber bei uns noch nachschärfen können, müssen. Und das vielleicht Wichtigste ist, wir sind ja auch ein Haus des Lernens. Lernen für gesellschaftlichen Frieden, lernen für den Umgang mit dem anderen, das heißt mit Toleranz. Und all das, denke ich, hat sich in diesem Dialog mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen nochmal sehr gut dargestellt.